Heute, meine Damen und Herren, ist ein wirklich entscheidender Tag, denn nach dem heutigen Handelstag werden wir wissen, ob das, was gestern passiert ist, nämlich ein ziemlich saftiger Tag mit Gewinnen, ob das nur ein kurzes Strohfeuer innerhalb eines intakten Bärenmarkts war oder ob da doch etwas Neues kommt. Vielleicht sogar der Beginn eines Bullenmarktes kommt. Diese Frage werden wir heute beantworten können, denn das hat Michael Silver von Figuring Out Money gezeigt. Jeder Bullenmarkt seit 1888 begann mit einem Tag starker Gewinne, dem dann allerdings ein weiterer Tag mit deutlichen Gewinnen gefolgt war, mindestens ein Viertel Prozent. Also die US-Märkte müssten heute nachlegen, müssten praktisch mindestens ein Viertel Prozent nochmal zulegen, aber das wird nicht ganz einfach, denn die Futures sind zunächst mal im Minus heute, also da wäre viel Strecke zu machen. Hier sehen wir mal in diesem Chart von Michael Silver diese weiße Kerze. Da braucht es jetzt nochmal einen Schnaps nach oben, damit wir zumindest die ersten Anzeichen haben, dass eine Trendwende da sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist bisher relativ gering, aber man hat schon Pferde kotzen sehen und eins scheint klar, die Fed ist zu aggressiv in ihrer Erwartung, wie weit sie die Zinsen anheben kann. Sie wird das wohl nicht durchziehen können, wahrscheinlich, weil die Wirtschaft so schnell abkühlt, dass die Fed sieht, ja, die Nachfrage geht ja deutlich nach unten und das ist ja genau das, was die Fed erreichen will, dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zulasten der Nachfrage eben senken. Oder durch Senkung der Nachfrage eben dieses Ungleichgewicht einigermaßen wieder ins Lot zu bekommen, damit die Inflation dann nicht durch die Decke schießt. Schauen wir uns mal die Gewinne an. Gestern alle US-Indizes über 2% zugelegt. Dennoch ist der S&P 500 noch viele Prozent unter seinem 50-Tages-Durchschnitt und auch noch weiter unter seinem 200-Tages-Durchschnitt. Und das bedeutet, alles, was unter dem 200-Tages-Durchschnitt der Fall ist, ist übergeordnet in einem Abwärtstrend, der nach wie vor intakt ist. Wir haben gestern gesehen, Energie, stärkster Sektor, 4%. Alle 11 Sektoren im S&P 500 im Plus. Consumer Discretionary, typischer Risk-On-Sektor mit starken Gewinnen von Tesla, deutlich im Plus. Und die defensiven Sektoren, Utilities, Real Estate und so weiter, die waren eher weiter hinten. Also das war ein typischer Risk-On-Day, könnte man sagen. Überverkaufte Märkte, charttechnische Unterstützungen, stark bärisches Sentiment der jetzt Geschichte endlich sein, der große Verfall, all das waren Gründe für diese Bewegung, wie ich sie gestern in dem Marktgeflüster genannt habe. Dennoch sind wir ziemlich mies in dieses Jahr gestartet. Es gab nur ein einziges Jahr in der Geschichte, das nach den jetzt 117 oder 118 Handelstagen, die wir absolviert haben, schlechter war. Das war das Jahr 1932. Und wenn wir uns mal anschauen, also das ist das zweitschlechteste Jahr seit 1932, zumindest der zweitschlechteste Jahresbeginn. Aber schauen wir uns mal die ganz schwachen ersten Halbjahre an. Noch haben wir ja ein paar Tage im Juni, bis dieses Halbjahr dann zu Ende ist. Aber dann sehen wir 1932 minus 45% im ersten Halbjahr, dann plus 56% im zweiten Halbjahr. 62 minus 22, dann 17% plus. 1970 minus 19%, dann plus 29% und so weiter und so fort. Also es muss nicht sein, dass das erste Halbjahr dann auch das zweite Halbjahr vorgibt, sondern oft ist es so, dass wenn das erste Halbjahr besonders mies ist, dann sehen wir ein ziemlich gutes zweites Halbjahr. Wir haben jetzt gesehen, dass 60% des BIPs der USA an Marktkapitalisierung verloren wurde, sowohl oder insgesamt in Aktienmärkten und in Anleihemärkten. Das ist der größte Abverkauf in Relation zum BIP seit 40 Jahren. Also da ist durchaus was passiert, da ist durchaus eben der eine oder andere auf dem Papier weniger reich. Das wiederum hat dann selber schon einen Effekt auf den Konsum. Ist klar, wer weniger Reiches auf dem Papier wird auch weniger konsumieren. Dennoch könnten wir jetzt zunächst mal vor allem bis Ende Juni vielleicht in ziemlich rauen Gewässern bleiben. Hier oben in dem Chart sehen wir mal sogenannte Midterm Election Year Seasonal Patterns. Also wie schaut es eigentlich in diesen sogenannten Midterm Election Jahren aus beim S&P 500? Und da haben wir All Years ganz oben in schwarz. Da ist praktisch der Juni eher unproblematisch, aber
In Jahren, wo sonst eben die Midterm Elections sind, sehen wir, dass es dann nochmal tendenziell vor allem Mitte Juni und dann bis Ende Juni, bis kurz vor Ende Juni nochmal nach unten geht. Das gilt sowohl für einen demokratischen Präsidenten als auch für einen republikanischen. Und unten sehen wir auch nochmal, das Seasonal Pattern ist ungünstig, eben in der zweiten Junihälfte, erst kurz vor Julibeginn wird das dann nach oben drehen. Saisonalität ist das eine, Bärenmärkte sind das andere. Hier sehen wir mal die Bärenmärkte seit 1950. Durchschnittlich haben die 11 Monate gedauert. Wir sind jetzt etwa knapp 6 Monate dabei. Dieser Bärenmarkt begann am 3. Januar 2022. Da hatten wir einen Hoch noch gesehen. Seitdem sind wir über 20% beim S&P 500 unter Wasser. Durchschnittlich also dauert das 11 Monate und hat einen Verlust von um und bei 30%. Der durchschnittliche Bärenmarkt seit 1950. Es gab aber Bärenmärkte, die haben 30 Monate gedauert, so etwa der 2000er Bärenmarkt. 20 Monate gedauert, 1973, 1980 etwa. Also das kann sich noch ein Stück weit hinziehen. Der kürzeste Bärenmarkt, oder es gab auch sehr kurze, 1987 drei Monate, 90 drei Monate und 1998 sogar nur 1,5 Monate. Also historisch gesehen wäre da durchaus noch Luft, dass das alles so weitergeht. Dennoch haben wir viele Erholungen schon gesehen, saftige Erholungen innerhalb dieses Bärenmarktes seit dem 3. Januar. Wenn ich das mal hier richtig zähle, sind das 11 Erholungen, 11 Tage, die wir mindestens 2% gewonnen haben. 4. Mai mit 3%. Der beste Tag, wir hatten gestern den 5. besten Tag innerhalb dieses Bärenmarktes, eben mit 2,45% beim S&P 500. Also das hatte Schmackes, ist aber eben auch durchaus typisch in einem Bärenmarkt. Also von der Seite her haben die Bullen noch nicht viel gewonnen. Und jetzt ist entscheidend, was uns der Jeromy sagen wird. Der wird 15.30 Uhr auftreten in seinem halbjährlichen Berichtszwang, den er hat gewissermaßen. Die Fed-Chefs müssen sich ja vor dem Kongress äußern. Das wird er tun vor dem Komitee für Banking, Housing und Urban Affairs. Da wird dann wahrscheinlich eine Rede vorab veröffentlicht, die wird entscheidend sein und dann werden die Härten, die Abgeordneten ihn befragen und werden da wieder viel Trara drum machen, sich selbst im Rampenlicht wähnend ihre Eitelkeiten ein bisschen ausleben. Das zieht sich hin, also dementsprechend ist sehr entscheidend, wie dieser Text, der in der Regel vor diesen Anhörungen von Jerome Powell veröffentlicht wird, wie der ausfallen wird. Und ja, wir sind in einem gigantischen Experiment. Hier sehen wir mal, die Notenbanken haben ihre Bilanzsumme um 10 Billionen Dollar aufgestockt. Das mit dem Corona-Crash oder seit Beginn des Corona-Crash. Jetzt sehen wir, dass die Bilanzsummen schon leicht rückläufig sind. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Märkte ein bisschen Schwierigkeiten haben. Insgesamt haben wir ja die Märkte an die Allmacht der Notenbanken geglaubt. Das waren Götter gewissermaßen. Jetzt sieht man, naja, so toll sind die offenkundig nicht. Die haben sich komplett verschätzt in Sachen Inflation. Die liegen eigentlich in allen Prognosen falsch. Die sind also durchaus nicht schlauer als wir. Und diese Leute spielen Götter, indem sie wirklich so zentrale Instrumente in der Hand haben. Es ist ein großes, ein gigantisches Finanzexperiment, was da läuft, könnte man sagen. Und der eine oder andere ahnt, oh, das könnte schiefgehen, dieses Experiment. Denn wenn du den Geist aus der Flasche lässt mit dieser immensen Liquidität, dann kriegst du ihn praktisch nicht mehr rein. So ist das mit den Geistern, die man aus der Flasche eben entlässt. Das ist das große Thema. Schauen wir uns mal hier jetzt an, was der Markt derzeit erwartet, nämlich die Fed Fund Futures. Hier sehen wir, dass die Zinsen wohl bis Anfang 2023 steigen dürften auf um und bei 3,75%, dann eine Stagnation und in der zweiten Jahreshälfte 2023 dann ein Zinssenkungsprozess. Also das erwarten die Märkte, die Fed wird noch die Zinsen anheben, dann kurz stillhalten und dann die Zinsen wieder senken müssen, um eben dieser Abschwächung der Wirtschaft zu begegnen. Ich glaube, dass diese Abschwächung schon viel weiter ist, dass wir schon in 2022 wahrscheinlich von einer Rezession sprechen werden, vielleicht sogar schon in ein paar Tagen, denn dann werden wir das Ergebnis des zweiten Quartals des US-BIP sehen und wenn das negativ sein sollte, hätten wir technisch gesehen eine Rezession, weil ja schon das erste Quartal negativ ist. Jetzt hat sich Barkin, der Richmond-Fed-Chef, gestern wieder geäußert oder heute Nacht.
Er hat gesagt, ja, ich verstehe, dass einige Leute eine Rezession erwarten, aber wir können die Nachfrage dämpfen, ohne dass wir die Wirtschaft in eine Rezession stürzen. Das ist dieser Größenwahn dieser Leute, die wirklich glauben, sie hätten nach wie vor die Kontrolle. Sie haben die Kontrolle nicht. Die Märkte haben die Kontrolle über die Fed. Die Fed tut das letztendlich, was die Märkte vorher schon besorgen. Jetzt machen die Märkte die Arbeit der Fed, indem etwa die Financial Conditions sich deutlich gestrafft haben. Dazu gleich mehr. Aber insgesamt, und das ist das große Problem der Aktienmärkte, sind die Gewinnerwartungen noch viel zu hoch, weil eben diese Rezession in den Prognosen für die Ergebnisse der Unternehmen noch nicht wirklich eingearbeitet ist. Das ist das große Thema, eines der ganz großen Themen neben dem US-Immobilienmarkt dazu gleich. Jedenfalls dürften wir hier schwere Enttäuschungen sehen, eben in diesen Gewinnerwartungen. Es gab ja schon ein paar Gewinnwarnungen. Mal sehen, wann jetzt die nächsten reinschneien. Insgesamt, und das ist eben jetzt die zweite große Achillesferse, die ich sehe, ist der Immobilienmarkt. Wir haben jetzt gesehen, dass die Existing Home Sales hier, also die Verkäufe bestehender Häuser, die 90% des Immobilienmarkts ausmachen, weiter unter Druck sind. Da sind jetzt 4 Monate in Folge, sind die rückläufig. Und vor 2 Jahren, da hatten wir eine 30-jährige Mortgage Rate, also die Hypothekenzinsen bei 3,13%. Das durchschnittliche Haus kostete damals $283.000. Jetzt haben wir die Mortgage Rates, also die 30-jährigen Hypothekenzinsen bei 5,78% und ein durchschnittliches Haus kostet $408.000, wie Charlie Bilello hier vorrechnet. Das heißt, bei einer durchschnittlichen Kreditvereinbarung ist die monatliche Belastung desjenigen, der hier etwa einen solchen Kredit genommen hat, von $972 pro Monat auf $1.909 gestiegen. Das muss man sich vorstellen. Das wird viele Leute in die Bredouille bringen. Dieser Hausmarkt, da hängt so viel dran. Das ist ein so großer Wertspeicher. Wenn es da nach unten geht, dann trifft das viele, 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 viele Menschen. Und ich glaube, dass das sehr scharf nach unten gehen wird. Wir haben jetzt mit Lennar übrigens, ein US-Immobilienkonzern, der die Preise beginnt zu senken. Wir sehen, dass die Anzahl der Häuser, die inseriert werden, bei denen dann bei einem Folgeinserat der Preis niedriger ist, jetzt so hoch ist wie schon seit Jahren nicht mehr. Also das sind wir am Beginn eines Prozesses. Das zeigt, dass wir hier vor einer Finanzkrise 2.0 stehen könnten, was den Immobilienmarkt betrifft. Und das wird die Fed nicht riskieren wollen, denn dann war alles umsonst, was sie gemacht hat. Diese vielen Billionen, die man in den Markt geschüttet hat. Und Larry Summers, der ja eine wichtige Rolle schon als Wirtschaftspolitiker gespielt hat, war Wirtschaftsminister unter den Demokraten, sagt, also wenn die Fed wirklich die Inflation Richtung 2% kriegen will, dann müsste die Arbeitslosenquote über 5% steigen. Und das würde bedeuten, dass Millionen von Amerikanern eben dazu noch arbeitslos werden müssten. Das wären dann Menschen, die als Nachfrager nicht ausfallen, aber deutlich weniger nachfragen, deutlich weniger konsumieren können. Und hier rechts sehen wir mal den Financial Conditions Index, der sich deutlich schon gestraft hat. Also die Märkte machen so ein Stück weit die Arbeit der Fed. Und Arbeitslosigkeit von über 5%, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es Arbeitskräftemangel aller Orten. The balance of power is shifting, also die Kräfteverhältnisse, die verschieben sich zugunsten der Arbeitnehmer. Ich hatte jetzt Gespräche mit Leuten, die ich hier aus der Nachbarschaft gut kenne, die in großen Konzernen in leitender Funktion sind und die sagen, noch vor ein paar Jahren hatten wir keine Schwierigkeiten, wirklich zum Beispiel aus Südeuropa, aus Portugal, aus Spanien super gut ausgebildete Leute zu bekommen. Die sind gerne zu uns gekommen, die waren begeistert von den Gehältern etc. Inzwischen kriegen wir die nicht mehr, es gibt sie nicht mehr oder die gehen woanders hin, wo sie noch mehr Geld verdienen können. Also das ist wirklich schwer, gerade bei den Qualifizierten, diese Leute zu finden. Und hier ein Tweet auf der rechten Seite, hohes Gehalt, kaum Konkurrenz. Da sehen wir, dass etwa SAP-Berater, Softwareentwickler, NET-Entwickler, Baufinanzierungsberater, Oberbauleiter etc. Da werden sehr gute Gehälter aufgerufen, aber das Bewerberinteresse ist massiv rückläufig. Die Leute bewerben sich darauf nicht. Wir haben schon wirklich einen Arbeitskräftemangel. Dementsprechend
Wenn eine Rezession kommt, dürfte auch die Arbeitslosigkeit steigen, aber diese demografischen Verhältnisse, die dürften dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit vielleicht nicht so stark sein wird wie einst in den 1970er Jahren. We will see. Nochmal etwas anderes, Thema Inflation, das ist ja das ganz große Thema. Die Märkte werden so lange in Unsicherheit sein, bis wir eben die nächsten Inflationsdaten reinbekommen. Die Fed will diese Inflation praktisch killen. Dementsprechend werden wir uns von Inflationsdaten zu Inflationsdaten hangeln. Auch sehr wichtig jetzt das Verbrauchervertrauen in Michigan, das ja letzten Freitag oder Freitag vor gut einer Woche so schwach ausgefallen war und dann nochmal einen Abverkauf der Aktienmärkte erreicht oder nach sich gezogen hat. Hier sehen wir, dass jetzt die Preise für Benzin in den USA allerdings wieder durchschnittlich ziemlich deutlich gefallen sind. Oder es gibt zumindest erste Anzeichen, dass wir da ein bisschen rückläufig sind. Biden will heute die sogenannte Federal Gas Tax aussetzen, also praktisch eine Art Steuererleichterung, wie wir es hier in Deutschland ja auch haben. Und wir sehen, dass Öl heute Nacht deutlich gefallen ist, 4 Dollar gefallen, als auf etwa 106 Dollar ist das WTI. Also da könnte natürlich auch dahinter stecken, Biden will ja jetzt nach Saudi-Arabien. Man will den Russen vielleicht die Kassen nicht allzu voll machen und versucht den Ölpreis zu drücken. Who knows? Interessant jedenfalls, dass auch die Energy Stocks in Relation zu den US-Aktienmärkten insgesamt an einer entscheidenden Trendlinie sind. Gestern, wie gesagt, die starken Gewinne bei Energieaktien. Allerdings hatten wir da jetzt auch eine ziemlich scharfe Korrektur gesehen nach der vorherigen Rallye bei den ganzen Energiewerten. Also hier jetzt entscheidende Wegstrecke oder entscheidende Marke, auch für den Bereich Energie. Buy the dip in commodities, sell the rally in overall equities, sagt Ottavio Costa. Ja, mal schauen, ob er recht bekommt. Was passiert mit Rohstoffen, wenn eine Rezession der Fall ist? Meine These ist, dass Rohstoffe das Gut dieses Jahrzehnts sind und dass wir da durchaus Preisrückgänge sehen können, aber übergeordnet das sozusagen das neue Tech ist, was bis vor kurzem Tech war, könnten jetzt eben Rohstoffe werden in diesem Jahrzehnt. Und dafür spricht zum Beispiel auch, chinesische Immobilienentwickler beginnen jetzt sozusagen Weizen und Gerste als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Interessanterweise insgesamt sehen wir, dass jetzt die chinesische Regierung versucht, die Wirtschaft wieder zu stimulieren, weil es doch scharf nach unten geht mit dieser chinesischen Wirtschaft. Also die Chinesen stehen auch nicht besser da. Mit ihren wunderbaren Lockdown-Maßnahmen, da haben sie schon ziemlich ins eigene Fleisch auch mitgeschnitten. Also man versucht jetzt die Wirtschaft wieder zu stimulieren, könnte so ein bisschen die internationalen Märkte unterstützen. Kommen wir nach Europa. Da hat ja Frau Lagarde jetzt bei der London School of Economics eine Ehrendoktorwürde verliehen bekommen, die hat sie absolut verdient, denn sie hat es geschafft, die EZB-Bilanzsumme weiter nach oben zu bringen, nochmal 7 Milliarden obendrauf, wie Holger Czepitz steigt, jetzt knapp unter 9 Billionen Euro, das entspricht 82,4% des BIPs der Eurozone, dagegen die Fed nur bei 36,6, gell, die Japaners, die derzeit einen Yen-Crash erleben, sind da bei schlanken 136%. Also die sind uns da ein Stück weit voraus. Da muss vielleicht einmal die Frau Lagarde nach Tokio fliegen, ja, und mit Kuroda sprechen und sagen, wie schafft sie das? Ja, wie habt sie das geschafft? Da will ich auch hin. Ja, 100% ist das Mindeste, was ich will zum BIP. Ja. Ja, die Frau Lagarde, also die ist sehr begabt. Ja. Dann kriegst du auch solche Ehrendoktorwürden. Da bin ich neidisch drauf, ja, weil die Frau ist halt wirklich stark unterwegs. So, jetzt schauen wir uns mal die unsrigen an, die Generation Greta, hier ein Cartoon aus den angelsächsischen Ländern, da sieht man, wie jemand sein E-Bike auflädt, das letztendlich an einem Kohlekraftwerk hängt. Greta's Generation turning on the coal power in Germany because of their crazy energy policies. Ja. Da fällt einem schwer, etwas zu erwidern, aber einige von Ihnen können dann sicherlich was darauf erwidern. Erstens, so Joseph Brown, schließt du die Atomkraftwerke, dann fokussierst du dich total auf leider nicht durchaus oder durchweg verlässliche Wind- und Solarenergieträger, dann wirst du besonders abhängig von russischem Gas und russischem Öl und dann fährst du wieder deine schmutzigen Kohlekraftwerke raus und kannst dann damit dein E-Bike aufladen. Also es ist durchdacht, ja. Von Anfang bis Ende ist das ein Masterplan,
der da wirklich zum Tragen kommt. Und die Internationale Energieagentur hat Europa aufgefordert, fahrt nicht eure Atomkraftwerke runter. Ein bisschen spät, gell, für die Deutschen. Gestern habe ich eine sehr angenehme Unterhaltung gehabt mit jemand aus der Nachbarschaft, von dem ich weiß, dass er grün wählt, der dann gesagt hat, ja, der Zug für Atomenergie ist in Deutschland abgefahren. Damit hat er wahrscheinlich recht, das ist wohl nicht mehr zurückzudrehen. Aber, und dann sagte er interessanterweise, ich bin froh, dass die Franzosen so viele Atomkraftwerke haben. Großartig, ja, also wir haben dann also die Franzosen wenigstens Geld, aber was ist, wenn der Franzose nicht mehr mag, dann haben wir ein Problem. Aber gut, der Franzose mag immer Geld, weil wir sind so und wir tragen ja alles mit, wir haften ja für alles Geld. Die Lagarde macht, macht jetzt praktisch, wie kann man sagen, Spread Control, Geld, und wir zahlen alles. Ne? Wir zahlen, ne? Wenn in Paris ein Puff abbrennt, dann zahlen wir das, ne? Das. Da haben wir keine Schmerzen, überhaupt kein Problem. Jetzt warnt aber der Lindner, es könnte eine längere Phase der Entbehrung auf uns zukommen. Ja gut, ne? Das ist halt normal. Und abschließend, meine Damen und Herren, will ich noch zwei Artikel empfehlen. Schweiz importiert wieder russisches Gold. Finanziert die Schweiz indirekt damit Putins Krieg. Interessante Story hier, die Sie auf Finanzmarktwelt lesen können. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, Gold in der Zinsfalle. Keine Erholung trotz Rekordinflation. Diese beiden Artikel unter dem Video. Jetzt nochmal die Bitte, teilen Sie mein Video, teilen Sie die Artikel von Finanzmarktwelt. Ich sage erstmal Servus und Ciao. 15:30 Uhr wird spannend. Was sagt Jerome Powell? Da spätestens bei Finanzmarktwelt reinschauen. Servus, Ciao.